Ich bin Framus, ich komme aus Afghanistan, ich bin 15 Jahre alt. Ja, ich wohne, ich glaube, schon 4, 5 Monate in Fellbad. Ich bin Musa, ich komme aus Afghanistan, ich bin 15 Jahre alt und ich wohne jetzt in Felbertonside Mitte zusammen in einer Wohngruppe. Hier, wir haben keine Mama. Papa, unsere Familie ist nicht mit uns, aber Gott sei Dank, wir haben Frau Sebas. Ja. Sie hilft uns immer, sie macht mit uns sehr viel. Jetzt, mein Lieben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Von mir noch eine Kleinigkeit. Danke sehr. Ihr könnt auch so machen. Oh. Egal. So, ist alles egal. Danke sehr. Und ich? Ich? Du bekommst meine Ihnen. Du hast eigentlich Jan gekriegt von dir. Er hat ein Geschenk heute gekriegt von mir. Echt jetzt? Oh. Weil ihr habt gesagt, Kinder muss man was schenken. Habe ich gemacht. Ich bin auch Kind. Immer. Ich bin immer Mamas Kind. Meine ist Mama so. Ist nicht da. Und haben Sie von Ihrer Mama geschenkt? Nein, wir haben nur telefoniert. Darf ich das offen machen? Ja, mach mal. Ein Tische. Ich hab doch gesagt. Oh. Ein Tische. Hallo? Ja, das Lächeln. Salam alaikum. Gut. Englisch, Salam Türkisch, Arabisch, Farsi. Ja? Wow. Farsi, Salam alaikum. Und wenn es euch nicht zum Anziehen gefällt, dann als Bild an die Wand. Vielleicht passt es ja auch nicht. Danke sehr. Gerne, von Herzen. Vielen, vielen Dank. Bleib sitzen, bleib ruhig sitzen. Oh, jetzt wird es aber doch voll. Mhm. Für Kind und Kegel. Vielen Dank, Frau Sie. Gerne, gerne. Alles von unserer, von anderer Sprache. Alle? Hallo, hallo, hallo. Ja. Verspannt. Ich bin in Wülfer. Da habe ich die Jungs dann ziemlich genau ein Jahr lang betreut. Und über diesen Weg hat meine Mutter die Jungs kennengelernt. Und so besteht der Kontakt bis heute. Und auch ich habe zu den Jungs über diesen Weg noch einen Kontakt. Und jetzt sind wir hier gelandet heute. Ganz genau. Oder? Wie war das? Ja. Oder möchtest du noch was dazu sagen? Pfarrer Mus und Musa waren die ersten im Haus Sonne, die mich angesprochen haben, weil sie mit mir Deutsch lernen wollten. Dann sind dann nach und nach noch andere dazugekommen und Pfarrer Mus und Musa jetzt übrig geblieben. Ja. Also Integration gehört ja ein bisschen mehr als Deutsch lernen. Wir machen halt auch ganz viel Programm drumherum. Einkaufen, Minigolf spielen. Schlittschuhlaufen. Schlittschuhlaufen, Neandertal-Museum besuchen. Was fällt euch noch ein? Suchen, ja. Besuchen gemeinsam Freunde. Gehen zusammen zum Friseur. Was man so alles machen muss. Alles, was zum Leben dazu gehört. Bestimmt, ja. Einfach den beiden ein bisschen Familie geben, das ist so mein guter Gedanke. Danke. Auch für uns. Sie haben uns von uns sehr viel gegeben. Ja, einen Tag, wir werden das wieder zurückgeben. Oh, da freue ich mich schon drauf. Eine für mich auch, bitte. Ja,
ich wünsche euch guten Appetit. Danke, ich wünsche euch auch. Guten Appetit. Lass es schmecken. Vielen Dank für den Einladen. Danke für den Einladen. Gerne. Afghanisch essen. Und alles, was mir schmeckt, koche ich jetzt nach. Oder ihr, wir zusammen, damit ihr das lernt. Also, ich fühle mich sehr gut, weil ja, hier ist ganz anders als unsere Gruppe. In unserer Gruppe, wir lernen nicht so viel oder machen hier Spaß immer. Und wenn wir herkommen, müssen wir lernen und so weiter. Ja, ich fühle mich hier sehr gut. Also, wir können auch in unserer Gruppe lernen, aber einfach keine Zeit in unserer Gruppe. Und wenn wir treffen hier jeden Freitag mit Frau Sieber zum Lernen, wenn kommen wir her, dann müssen wir auch lernen, Spaß machen, essen, kochen und alles. Ich sage euch das Verb denken und ihr macht ich, du, er, sie, es, wir. Das können wir auch noch einmal mündlich machen. Ja, aber... Ja. Finde ich, glaube ich, spannender, oder? Oder schreiben und dabei sprechen. Das wissen Sie das. Okay. Dann fang du an, Paramos. Ich sage denken und du sagst mir das jetzt in allen Formen. Singular, Plural, Singular. Fang mal an. Also denken, ich denke, du denkst, er, sie denkt. Wir denken, er denkt, sie hat, sie denken. Ich dachte, du dachtest, er dachte, wir dachten, er dachte, wir, sie dachten. Er dachte, sie dachten. Das ist ja perfekt. Warum sitzen wir hier? Versuchst du auch eins? Schlafen. Ich schlafe, du schläfst. Er, sie, es schläft. Wir schlafen, ihr schläft. Sie schlaft. Schlaft, sie schlaft. Okay. Präteritum? Ich schlief, du schliefst. Er, sie, es schläft. Schlief. Schlief. Wir schliefen. Ihr schläft. Schläft ohne E. Schläft und sie schliefen. Perfekt. Wir lernen jetzt gerade in Schule Präteritum. Die andere hilft uns nicht, weil ich will, hat keine Zeit oder so. Wir kommen hier zum Lernen und wenn wir nicht verstehen in Schule oder so, dann wir kommen immer zu Frau Siebers und wir lernen trotzdem mit sie zusammen und sie bringt uns sehr viel.